Man könne, so der Philosoph Martin Heidegger, mit der Philosophie nichts anfangen. Schelmisch fügte er jedoch hinzu, dass die Philosophie vielleicht mit uns etwas anfange. Nur, wie soll das gehen? Der deutsche Philosophieprofessor Gerhard Ernst hat für Debütanten in Sachen Philosophie eine Wegleitung verfasst mit dem Titel Denken wie ein Philosoph. Das soeben erschienene Buch lädt ein zu einer spielerischen Auseinandersetzung mit den Grundfragen der Philosophie. Juri Steiner hat es gelesen und diskutiert mit Gerhard Ernst über die Popularität philosophischer Crashkurse, über Basler Schüler, die für das Recht auf Philosophie auf die Straße gehen, und über die Leichtigkeit und Last philosophischen Denkens. Gerhard Ernst, Sie sind Professor für Philosophie an der Universität Erlangen-Nürnberg und haben die Wegleitung Denken wie ein Philosoph geschrieben. Im Untertitel steht eine Anleitung in 7 Tagen. 7 Tage haben wir heute leider nicht Zeit, aber geht auch Philosophie ein bisschen kürzer, vielleicht in einem Satz? Nein, ganz sicher nicht. Also auch das Buch, wenn Sie es in 7 Tagen lesen wollen, dann haben Sie, glaube ich, eine ganze Menge philosophischen Stoff, den Sie da bewältigen müssen oder dürfen, je nachdem. In einem Satz kann man Philosophie natürlich nicht zusammenfassen, denke ich. Aber wir versuchen es in vielleicht 55 Minuten enger zu umkreisen. Aber wie ist dieses Buch entstanden? Aus welchen Beweggründen haben Sie es geschrieben? Also der Anlass war mehr oder minder zufällig. Ich habe an einem anderen philosophischen Projekt gearbeitet und wie das manchmal so ist, ging es nicht recht vorwärts und habe dann aus Spaß angefangen, diese Dialoge zu schreiben, die erwachsen sind aus der Erfahrung in vielen Einführungsveranstaltungen, die ich gehalten habe. Also da kamen gewisse Frage-Antwort-Situationen einfach immer wieder. Und ich habe versucht, diese Fragen und Antworten einen Text einzubauen, zu strukturieren. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da ich schon länger mal überlegt habe, dass man philosophische Gedanken vielleicht auch einem breiteren Publikum vermitteln sollte, habe ich mich dann entschlossen, ach, dann bleibe ich dabei und schreibe das Buch tatsächlich. Was man merkt, wenn man es durchliest, natürlich, was auffällt, ist diese dialogische Situation. Es gibt einen Leser, der vermutlich ein jüngerer Mensch ist, und es gibt einen Philosophen, wo man ein bisschen Sie dahinter vermutet. Und natürlich taucht dann ein bisschen die Frage auf, hatten Sie so einen Philosophen? Was war Ihr Motiv, um Philosophie zu studieren? Also bei dem Buch ist es so, ich tauche in dem Buch gar nicht auf. Das war auch gewisser Hinsicht, war das Absicht, mich sozusagen als Person da rauszuhalten. Und ich würde sagen, ich bin der Leser und der Philosoph, weil ich natürlich die Fragen, die der Leser hier an den Philosophen stellt, selber auch als Fragen habe und den Eindruck habe, die sollte man diskutieren. Und wenn Sie mich fragen, warum habe ich selber angefangen, Philosophie zu studieren? Ja, wohl deshalb, weil mich auch als Schüler diese Fragen, die mich nach wie vor umtreiben, begonnen haben umzutreifen, wie wahrscheinlich ganz viele Jugendliche in der Pubertät. Und das hat über einen gewissen Umweg dazu geführt, dass ich dann tatsächlich bei dem Studium gelandet bin. Dass Sie so ein bisschen jetzt den idealtypischen Weg gegangen sind, des Philosophen vom Gymnasiasten hin zum Uniprofessor. Es gibt in Basel derzeit eine wunderschöne Polemik darüber. Es gibt ein Schulfach, das heißt PPP, Philosophie, Psychologie und Pädagogik. Ein Gymnasium hat das Fach angeboten und wurde fast überrannt. Und jetzt hat man dieses Fach wieder gestrichen, weil es zu viel Erfolg hatte und die Studenten, also die Gymnasiasten alle an diese Schule wollten. Und die Schüler sind für das Recht auf Philosophie auf die Straße gegangen, haben einen Teilerfolg errungen. Und die Sendung Schweiz aktuell hat einen Beitrag darüber gebracht. Etwa 100 Schüler sind nach der Übergabe der Petition am Samstag an den Mehrplatz weitergezogen. Verschiedene Redner machen ihrem Unmut über die geplante Abschaffung Luft. Wir engagieren uns dafür, weil wir wollen, dass die Generationen nach uns genau die gleiche Bildung geniessen wie wir und mit dem Schwerpunktfach PPP eben. PPP hat mich selber im Leben sehr geprägt. Ich bin jetzt zwar erst ein Jahr hier, aber ich habe sehr viel gelernt. Ich habe von anderen Gedankengängen machen, von mich mit anderen Sachen in meinem Leben auseinanderzusetzen, die, ich sage mal, auf einer anderen Ebene sind. Sie sehen, die Schüler applaudieren im Hintergrund. Sehr interessant. Die junge Frau
erzählt von dem Recht der zukünftigen Schülergeneration auf Philosophie und natürlich auch Psychologie und Pädagogik in diesem Zusammenhang. Der andere junge Mann spricht davon, dass er andere Gedankengänge jetzt habe, dass er eine andere Auseinandersetzung mit seinem Leben durch dieses Fach gewonnen hat. Sieht das der Professor auch immer noch so? Sie meinen, ob ich durch die Philosophie eine andere Haltung zum Leben gewonnen habe? Ja, also wenn man 20 Jahre lang Philosophie macht, prägt das natürlich sicher auch das Weltbild. Aber ich glaube, was die Schüler ganz richtig irgendwie sehen, ist, dass überhaupt mit Philosophie in Kontakt zu kommen, einfach das Weltbild schon dadurch prägt, dass man eine gewisse Distanz bekommt zu dem, was man vorgesetzt kriegt. Also dass man sich überlegt, was ist daran eigentlich richtig, was die Leute einem an Werten vermitteln wollen, was sie einem auch an wissenschaftlichen Inhalten vermitteln wollen. Also Philosophie ist eben ein typisches Reflexionsfach. Und selbst wenn jetzt die spezifischen Inhalte der Philosophie nichts mit der Lebensanschauung zu tun hätten, was nicht ganz so ist, weil sie etwas damit zu tun haben. Selbst dann würde allein die Tatsache, dass die Philosophie von der Methodik her die Reflexion anregt, würde das Weltbild, glaube ich, verändern. Und der eine Schüler hat es ja auch gesagt, dass auch wenn man nur ein Jahr lang damit in Kontakt kommt, geht man etwas anders an die Dinge ran, nämlich eben mit der Frage, warum ist das so, verstehe ich das, was ich da vorgesetzt bekomme überhaupt, stimmt es, was spricht dafür, was dagegen, also dieses Abwägen, das wird durch die Philosophie meines Erachtens in besonderer Weise eben gefördert. Mhm. Für mich ganz persönlich war es immer ein bisschen so, dass ich den Schulfächern grundsätzlich kritisch gegenüberstand, immer die Gefahr von Dressur oder von Bevormundung ein bisschen gewittert habe. Sieht man das dann, wenn Sie das so erklären, in der Philosophie nicht oder könnte auch hier quasi wie eine Art pädagogischer, ideologischer Hintergrund stehen, dass man den jungen Menschen solche Fächer anbietet? Also in der Philosophie ist es natürlich auch so, dass Inhalte vermittelt werden und dass man gewisse Fakten, also wenn man jetzt Philosophie studiert zum Beispiel, aber sicher auch in dem Schulfach, dass man bestimmte Informationen erhält über die Geistesgeschichte, über eben philosophische Inhalt. Aber ich denke, das Besondere an der Philosophie ist eben, dass sie dazu einlädt, immer wieder Rückfragen zu stellen. Also Rückfragen, wie ich vorhin sagte, ob das wirklich stimmt, ob diese Argumente stichhaltig sind. Also diese zwei Schritte, verstehe ich das und stimmt das? Die sind in der Philosophie besonders prominent. Also ich mag besonders gerne ein Zitat von Hempel, der hat gesagt, zwei Fragen darf man einem Philosophen immer stellen, nämlich erstens, wie meinst du das? Und zweitens, warum glaubst du das? Und das ist ein Impuls, den man auch durch das Fach, glaube ich, einfach sehr stark kriegt, also dieses kritische Nachfragen und das Argumentieren. Da sind wir natürlich mittendrin, wenn man sagt, dass junge Menschen eben auch nach dem Sinn des Lebens suchen und forschen, diese grundsätzlichen Fragen sich existenziell stellen, weil sie sich aufdrängen, wenn man erwachsen wird, wenn man sich selber sucht, finden hofft. Und da kann die Philosophie so als eine Art Anleitung, so wie Sie das auch schreiben, wirklich funktionieren? Also das ist, glaube ich, eine Erwartung, die oft an die Philosophie herangetragen wird, gerade diese Frage nach dem Sinn des Lebens. Und das Buch beginnt tatsächlich damit. Und ich habe es damit beginnen lassen, in gewisser Hinsicht, um diese Frage einzuordnen, aber sie dann auch vom Tisch zu bekommen. Weil eine bestimmte Art und Weise, diese Frage zu stellen, hat mit Philosophie dann gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Eine andere Art und Weise, die Frage zu stellen, schon. Also wenn ich die Frage auffasse als, wie soll ich leben? Also was macht ein gutes Leben aus? Was sind die Faktoren, die dabei relevant sind? Also welche Aspekte des Lebens sind wertvoll? Welche sind weniger wertvoll? Das ist eine Reflexion, die ganz zentral ist in der Philosophie. Diese Frage, wie soll ich leben? Erstmal, wie soll ich selber leben? Und dann auch, wie soll ich mit anderen zusammenleben? Welche Rolle spielen die anderen in meinem Leben? Das sind zentrale Fragen. Oft ist es aber so, dass wenn man nach dem Sinn des Lebens fragt, man eher eine ganz globale Perspektive einnimmt. Also was ist der Sinn des Lebens überhaupt, nicht meines Lebens, sondern dass es überhaupt Leben gibt im Universum, obwohl das Universum doch irgendwie endlich zu sein scheint. Und das ist eine Frage, die in der Philosophie letztlich keine besonders große Rolle spielt und auch nicht spielen kann, weil dazu gibt es, glaube ich, mit Argumenten nicht wahnsinnig viel zu sagen. Das klingt aber eher überraschend, oder? Wenn man sagt, eigentlich wollten wir ja antworten. Und Sie schreiben in dem Buch mal auch einmal, es gibt dann Bereiche, wo man sich vielleicht besser, wenn man nach diesem guten Leben sucht, vielleicht besser ein Kochbuch kauft oder ein Sexratgeber. Ja, also das bezieht sich auf eben eine bestimmte Antwort auf die Frage, was ein gutes Leben ausmacht. Mhm. Denn eine traditionelle Antwort ist die hedonistische. Und ein Hedonist sagt ganz einfach, in der einfachsten Variante, das Einzige, was einen Wert in sich hat, ist Lust.
Und jetzt könnte man sich denken, naja, wenn das die Hedonisten sagen, dann kaufe ich mir eben ein Philosophiebuch und da steht drin, wie ich am meisten Lust im Leben erlange. Und da kommt das Beispiel mit den Kochbüchern und Sexratgebern. Das ist natürlich nicht die Aufgabe der Philosophie, herauszufinden, wie ich am meisten Lust im Leben erlange, sondern die Frage ist, die die Philosophie stellt, ist Lust tatsächlich der zentrale Wert? Was ist Lust überhaupt? Was soll ich darunter verstehen? Also ist es immer ein Gefühl? Ist es ein Gefühl? Oder sind es verschiedene Gefühle? Ist es Gefühl in Bezug auf etwas Beliebiges? Ist es immer wertvoll oder nur manchmal wertvoll? Also ist zum Beispiel die Lust des Sadisten etwas Gutes, weil es ja eine Lust ist, oder etwas Schlechtes, weil es ja die Lust des Sadisten ist? Das sind Fragen, mit denen sich die Philosophie dann auseinandersetzt. Und die klassischen Hedonisten waren hier nicht anders als neuzeitlich oder moderne, eben in diesem Interesse nicht an der Frage, wie gewinnt man jetzt ein möglichst lustvolles Leben, sondern an den Fragen, die ich gerade genannt habe. Ein Beispiel, das mir gut gefallen hat, wo Sie die Frage stellen, also man hat einen Freund, der umzieht, und man hat eine Großmutter, die man besuchen gehen sollte, weil sie krank ist. Die Liebe zu seinem Freund und die Hilfsbereitschaft zu seinem Freund ist gut und die Liebe zu seiner Großmutter und die Hilfsbereitschaft ist gut. Leider kann man nicht beide gleichzeitig befriedigen. Welche Form von Antwort gibt das Buch auf dieses Dilemma? Keine. Also das Beispiel ist eingeführt, um zu sagen, das ist eben nicht Aufgabe der Philosophie, ihnen zu sagen, ob sie ihrem Freund beim Umzug helfen sollen oder ihrer Großmutter besuchen. Und zwar deshalb, weil Philosophen per se nichts über ihre Großmutter wissen und nichts über ihre Freunde wissen, nicht wir wissen, wie eng die Freundschaft ist. Das sind konkrete Fragen, die sich im Leben jedes Einzelnen stellen und zu denen sie in keinem Philosophiebuch der Welt etwas finden werden. Wozu sie etwas finden werden, ist zu der Frage, was ist denn überhaupt wertvoll? Also was ist Freundschaft zum Beispiel etwas, was in einem guten Leben eine wichtige Rolle spielen sollte? Oder ist es irgendwie etwas, was dazukommen kann, aber auch fehlen? Ist die Sorge für die eigene Familie etwas, was im Leben eines Menschen eine Rolle spielen muss oder sollte? Oder ist es optional? Also das sind Fragen, die eine Rolle spielen. Aber wenn es dann ans Abwägen geht, an die Frage, also ist im konkreten Fall dies wichtiger jetzt oder das, da gehen ganz viele Informationen des Einzelfalls ein, mit denen die Philosophie per se nichts zu tun hat. Und im Einzelfall muss eben der Kluge, der Phronimos bei Aristoteles, eben wie mit einer Wahrnehmung entscheiden, was das Wichtigere ist. Und dazu bedarf es der Urteilskraft, nicht der Philosophie generell. Aber trotzdem, wenn man jetzt sagen würde, bei Ernst zu Hause, am Familientisch, Ihre Frau, Ihre Kinder, und es kommen solche Probleme auf, wie managen Sie diese Themen? Wie andere Familien auch, nehme ich an. Also wir neigen vielleicht dann eher dazu, in Grundsatzdebatten auszubrechen, wie das bei Philosophen üblich ist. Aber im Prinzip, das ist wie gesagt nicht Gegenstand einer speziell philosophischen Überlegung. Was die Philosophie hier leisten kann, ist allenfalls, dass einem etwas klarer ist, welche Aspekte eine Rolle spielen. Also nehmen Sie als Beispiel so etwas wie Ethikräte und dergleichen. Da könnte man auch sagen, also die sind mit konkreten Problemen konfrontiert. Ist denn der Philosoph jetzt in besonders guter Position, um diese Fragen zu entscheiden? Ich würde sagen, naja, in einer gewissen Hinsicht nicht, denn ein Philosoph hat per se nicht mehr Urteilsvermögen als eine andere Person auch. In einer gewissen Hinsicht aber schon, weil er eben klarer vor Augen hat, vielleicht, hoffentlich, welche Aspekte man berücksichtigen muss, also was denn die relevanten Gesichtspunkte sein könnten, weil er damit eben die ganze Zeit zu tun hat und damit beschäftigt ist, sich zu überlegen, was sind ethisch relevante Gesichtspunkte einer Situation, welche Werte sind involviert, welche könnten involviert sein, welche metaphysischen Probleme sind zum Beispiel involviert in der angewandten Ethik, die Frage, wann beginnt die Person, das ist ja im Wesentlichen eine begriffliche Frage. Und damit sind Philosophen beschäftigt und da können sie Hilfestellung vielleicht geben. Am Tisch, wer die meisten Nudeln auf den Tellern kriegt, das ist klar. Da ist die Philosophie wenig hilft. Auf diese akademische Form der Philosophie möchten wir dann auch noch zu sprechen kommen, aber vielleicht an der Schnittstelle noch, also quasi zwischen den Laien oder den Neophyten, denjenigen, die zuerst einen Erstkontakt mit Philosophie haben und die dann vielleicht den Weg suchen in eine tiefere Auseinandersetzung. Das ist ja eigentlich das, was Sie hier, wo Sie einladen dazu. Es gibt natürlich aber auch, nehme ich an,
junge Menschen, reife Menschen, die nichts mit Philosophie am Hut haben. Sie geben das Beispiel, das typische T-Shirt-Beispiel, also wo auf einem T-Shirt steht, Life is hard, then you die. Das Leben ist hart und dann stirbst du zu Ende. Also quasi so eine Verweigerungshaltung.